Sind Achtel immer nur bum, 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 bum? Nee, falsch. Achtel sind nämlich viel komplizierter, viel schwieriger und auch viel interessanter, als die meisten Leute denken. Ach übrigens, das ist Teil 3 unseres Minikurses zum Thema Rockbass zur Feier der Veröffentlichung unseres großen Rockbass-Kurses. Mehr Infos dazu im Link unten in der Bio. Vielleicht bist du so wie ich mit Rock groß geworden und hast gelernt, um Rocksongs zu begleiten, muss man vor allem Achtel auf dem Grundton spielen und das sieht dann so aus. Und vielleicht hast du auch irgendwann gedacht, nur Achtel auf dem Grundton, das ist ja total unspannend und hast auch andere Sachen gelernt, hast dir vielleicht mal die Mollpentatonik angeguckt, hast dir Songs angeguckt, wo Riffs gespielt werden, wo der Bass auch die Riffs mitspielt, ne? Wo der Bass die Gitarrenriffs doppelt, das ist ja auch recht häufig. Aber manchmal ist es halt einfach so, dann werden einfach nur Achtel auf dem Grundton gespielt. Gar nicht so interessant, aber auch gar nicht so uninteressant, wenn man nämlich Folgendes beachtet. Man kann auch scheinbar langweilige rhythmische Patterns, sowie durchgängige Achtel, auf unterschiedliche Arten spielen. Du hast immer verschiedene Möglichkeiten. Du kannst in Töne reinsliden, du kannst aus Tönen rausliden, du kannst Hammer-Ons spielen, du kannst Pull-Offs spielen. Du kannst natürlich auf verschiedene Arten anschlagen, also deinen Sound auf eine Art kreieren, wie er dir am besten gefällt. Mehr Infos dazu übrigens in meinem großen Rockbass-Kurs. Aber worauf wir jetzt eingehen wollen, ist das Spielen von langen und kurzen Tönen. Das sind dann keine anderen Notenwerte, sondern die Achtelnoten, die wir spielen, werden entweder lang Legato oder kurz Staccato gespielt. Legato-Achtel klingen so. Da klingt eine Note in die nächste über. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist die Art, wie wir am Anfang lernen, Bass zu spielen, oder? Also du wahrscheinlich genauso wie ich. Staccato bedeutet, dass wir die Noten ganz kurz spielen. Sind trotzdem Achtelnoten halt nur sofort abgestoppt. Und jetzt kommt der Clou. Wir können diese Legato-Noten und die Staccato-Noten nach Belieben miteinander verbinden und mischen und daraus spannende Achtel-Grooves kreieren, die von den Tönen her nicht interessant sind, die von der Rhythmik her nicht interessant sind, aber die von der Phrasierung her interessant sind. Ich kann zum Beispiel immer Staccato-Legato abwechseln. Das heißt, ich spiele kurz, lang, kurz, lang, kurz, lang, kurz, lang und so weiter. So würde das klingen. Ich kann es auch andersrum abwechseln, also lang, kurz, lang, kurz, lang, kurz, dann klingt das Ganze so. Wie gesagt, kann ich die aber auch nach Belieben durchmischen. Ich kann zum Beispiel ganz viele kurze und ein paar lange Noten spielen. Ich kann auch ein paar lange und ein paar kurze Noten spielen. Und dieses Riff, was ich dir jetzt zeigen möchte, ist ein klassisches Moll-Pentatonik-Riff aus Achtelnoten. Also man kennt das aus dem Classic Rock, aus verschiedenen Rockstilen. Also überall im Rock werden Pentatonik-Riffs in Achtelnoten gespielt. Dabei werden alle Noten lang gelassen, bis auf zwei. Und das gibt dem Ganzen so eine gewisse Würze. Also ich spiele lang, das E und die Oktave vom E und dann kurz dieses A. 3, 4, 3, 4. Dann spiele ich vom A aus die E-Moll-Pentatonik hoch, also A, H, D und dieses D auch nur kurz. Ja, alle anderen Noten sind lang. Und dann das H, das D und das E und wieder das tiefe E. Und das macht so eine vermeintlich simple Achtellinie zu einer kniffligen Angelegenheit, die aber auch cooler klingt. Und es tut mir leid, wenn ich dir jetzt diesen Zahn ziehen muss oder den Traum platzen lassen muss, dass Achtelnoten leicht sind, denn Achtelnoten spielen, tighte, super phrasierte Achtelnoten spielen, sind eins der unterschätztesten Skills aller BassistInnen. Wenn du das noch nicht gemacht hast, habe ich eine Übung für dich. Spiel mal nur lange Achtel, ein Takt, und dann spiel ein Takt nur kurze Achtel. 3, 4. Und
Und jetzt versuch mal zu durchmischen. Kurz, lang. 3, 4. Pause. 2, 3, 4. Pause. 2, 3, 4. Was kannst du jetzt damit anfangen? Einmal kannst du das Ganze trocken üben, so wie ich es dir jetzt gezeigt habe. Du kannst dir auch das Playalong runterladen, zu dem ich gerade gespielt habe. Das ist ein Song aus meinem neuen Rockbass-Kurs, der jetzt bald veröffentlicht ist. Und dann kannst du es einfach mal üben. Du kannst aber auch dieses Prinzip mal mitnehmen und es auf deine eigenen Songs anwenden. Also wenn du dich schon mit Rockbass beschäftigt hast, dann wirst du bestimmt irgendwelche Basslinien haben oder irgendwelche Achtel-Grundtonbegleitungen, worauf du das mal anwenden kannst. Mach mal kurz, lang, kurz, lang, lang, kurz, lang, kurz oder kurz, 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 lang, 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 was auch immer. Schau einfach mal, spiel mal mit dieser Methode des Staccato- und Legato-Wechselns rum. Und wenn du mehr zum Thema Rockbass lernen willst, bald ist es soweit. Ich weiß, ich rede jetzt schon die ganze Zeit drüber, aber ich bin wirklich selber total happy über diesen Kurs. Freue mich darüber, den jetzt endlich veröffentlichen zu können. Und ich glaube, der wird vielen, vielen Leuten richtig, richtig gut helfen, ihre Rockbass-Skills aufzupimpen. Wenn du schon in meinem Newsletter bist, zum Beispiel über meinen gratis Backstage-Bereich, dann halt mal die Augen auf nach meinen E-Mails. Da kommt nämlich demnächst was. Wenn du das noch nicht bist, dann melde dich ruhig unten über den Link da an. Und dann würde ich mich freuen, dich im Kurs zu sehen. Die Tabs und das Playalong zu der heutigen Lektion kannst du dir auch unten unterm Link runterladen. Das war der dritte Teil unseres Minikurses zum Thema Rockbass. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben und bis demnächst.